Hallo und herzlich willkommen zurück zur Trainerkarriere mit Jürgen Klopp bei Liverpool. Wir sind aktuell Vierter und bestreiten jetzt die Partie gegen den aktuellen Tabellen-20. Und zwar Burnley ist das. Die beginnen mit einer 4-4-2-Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer 4-3-3-Formation, müssen aber einige Spieler austauschen, sodass wir am Ende mit dieser Elf hier beginnen werden. Agakpo ist der Einzige, der angeschlagen ist, und damit gehen wir jetzt rein in diese Auswärtspartie. Und natürlich ist hier ein Pflichtsieg erwünscht, denn Burnley ist wie gesagt Letzter. Wir müssen punkten und das sollte eigentlich hier möglich sein. Freud hat den Ball. Freud findet Endo. Endo passt nach vorne zu Jota. Der findet jetzt Elliot. Elliot scheitert am Torhüter. Der ist Eckball in dieser Partie, geht jetzt an uns. Elliot bringt die Reingabe rein. Niemand von uns kommt zum Kopfball. Hartso findet Endo und Endo versucht es mit den Außenriss. Das gelingt ihm auch. Er macht den Treffer in der 9. Spielminute. Jota jetzt im 16 Meter Raum, zieht ab, trifft in der 19. Spielminute und erledigt damit Tor Nummer 2. Eckball für uns. Gakpo bringt diesen Ball jetzt rein auf Virgil van Dijk und der köpft ihn einfach ohne jegliche Probleme rein. Robertson findet Gakpo. Gakpo bringt die Reingabe rein für Thiago und der köpft ihn rein. Der Spieler bleibt nicht mehr lange bei uns, aber hier macht er den nächsten Treffer für Liverpool. Clark hat den Ball, steckt jetzt Diogo Jota. Richtig starker Ball. Diogo Jota ist hoch und trifft und macht den 5. Treffer für die Reds. Der Schiedsrichter beendet hier diese Auswärtspartie in der Premier League. Wir gewinnen souverän mit 4-0 und können uns über 3 Punkte freuen. Die 3 Punkte haben wir nämlich auch dringend notwendig, wenn wir zur Spitze auf Platz 1 wollen, denn da ist die sind oder oh ja, es ist aktuell Tottenham Hotspur mit 44 Punkten. Danach kommt Manchester United mit 41 Punkten und dann kommen erst wir. Wir haben immer noch einen 6-Punkte-Abstand auf die Spurs hinter uns mit einem Punkt Abstand, dann Arsenal, Newcastle und Manchester City. Ja, es ist alles ziemlich eng da oben, aber um weiterhin zu punkten, müssen wir dann auch gegen den Tabellenfünften, der jetzt hier Newcastle United heißt, auch siegen, damit wir den Vorsprung einfach mal ausbauen können. Dafür müssen wir jetzt Newcastle besiegen, die mit einer 4-3-3-Formation beginnen werden. Wir beginnen natürlich ebenfalls mit einer 4-3-3-Formation, aber mit einer falschen 9. Gakpo bleibt draußen aufgrund von Ausdauerproblemen und dann muss auch die Bank ersetzt werden, wobei das jetzt hier nicht sonderlich gut geht, weil hier so gut wie niemand Ausdauer mehr hat. Deswegen gehen wir jetzt rein mit dieser Elf und möchten natürlich hier jetzt gewinnen, um oben weiterhin anzugreifen, um auch hinten, hinter uns meine ich natürlich, auch einen gewissen Vorsprung zu haben. Eckball, der allererste in dieser Partie in der 3. Spielminute. Szoboszlai bringt diesen rein auf Virgil van Dijk. Freistoß jetzt für uns und Trent Alexander-Arnold darf diesen ausführen, läuft an, zieht ab und trifft die Latte. Newcastle über den Flügel. Robertson stellt den Spieler unter Druck. Jetzt muss Van Dijk aufpassen. Jetzt kommt nochmal der Rückpass nach hinten. Der zieht ab und trifft leider auch. Und damit geht die Auswärtsmannschaft in Führung. Eckball für uns. Szoboszlai bringt die Reingabe jetzt rein für Virgil van Dijk. Und der kann ihn durchsetzen. Mit diesem Kopfball bringt er ihn rein und damit gleicht er aus. Arnold hat den Ball. Trent Alexander-Arnold bringt ihn auf David Nunez. Der legt auf für Ryan Gravenberg. Der ist durch, ist komplett freistehend, ist im 1 gegen 1 und trifft dann auch und damit dreht Liverpool diese Partie. In Anfield endet jetzt hier diese Partie. Wir gewinnen gegen den 5. Platzierten mit 2-1, absolut knapp, aber wir holen dadurch 3 Punkte. Es kommt jetzt zustande, wir haben den 1. Januar und Thiago Alcantara verlässt uns geht nach Spanien zum FC Barcelona und dadurch brauchen wir dringend jetzt noch einen Mittelfeldspieler, denn sonst hätten wir jetzt nur noch Elliot und Endo, zudem auch Jones. Und dann fehlt halt schon einer und Elliot wird meistens auch noch als Flügelspieler hergenommen. Das heißt, wir brauchen definitiv noch einen. Wir sind ja in der Wintertransferphase, jetzt sind wir aber erstmal im FA Cup. Das erste Mal vertreten und spielen jetzt gegen Portsmouth. Die beginnen mit einer 4-2-3-1-Formation. Wir beginnen mit unserer 4-3-3-Formation und unserer absoluten Top-11. Einzigste Ausnahme ist hier, Konaté macht eine Pause, dafür darf Hato von Anfang an beginnen, denn das Talent hat mich ziemlich überzeugt. Diaz bleibt auf der Bank, Jota ebenfalls und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie und möchten natürlich weiterkommen und nicht so enden wie im Carabao Cup.
Szoboszlai ist jetzt hier komplett durch. Szoboszlai mit dem Lupfer trifft er jetzt auch und ruft an. Damit klingelt das nächste Tor. Oder eher gesagt das erste Tor. Hortmorf bekommt jetzt hier einen Freistoß. Zwei Spieler stehen bereit. Der erste läuft an, der täuscht nur an. Der zweite legt auch für den dritten dann. Wir konnten klären. Arnold nimmt sich den Ball, rennt direkt mal nach vorne. Immer noch Arnold. Arnold schlägt die weite Flanke. Jetzt auf Mohamed Salah. Der nutzt jetzt hier seine Geschwindigkeit, rennt vorbei, Salah mit dem Schuss, der Torhüter pariert. McAllister hat den Ball, schickt Darwin Núñez, der legt auf für Ryan Gravenberch und der zieht ab per Volley. Schön harmoniert das Passspiel und damit machen wir den zweiten Treffer. Arnold jetzt auf den Flügel, den er natürlich auch entlang läuft, immer noch Trent Alexander-Arnold, sieht Darwin Núñez mit parallel laufen und macht natürlich dann das auf leere Tor, das Tor. Endo schickt jetzt hier Darwin Núñez, richtig stark gemacht. Núñez ist jetzt hier vorbei. Darwin Núñez kommt aber nicht vorbei am Torhüter. Und die machen jetzt hier alle Faxen. Jetzt die lange Flanke auf Mohamed Salah. Der zieht ab aufs leere Tor und trifft natürlich, auch wenn es hier ein bisschen knapper war. Robertson bekommt in der 70. Spielminute die rote Karte im FA Cup Spiel. Und dafür ist dieses harte Einsteigen. Ich stoße jetzt für Portsmouth. Und die stehen direkt mal an der Strafraumgrenze. Bringen die hier rein. Rein, niemand geht hin und dadurch kassieren wir natürlich diesen Gegentreffer. Elliot hat den Ball. Elliot findet jetzt Diogo Jota. Jota mit dem nächsten Treffer für die Reds. Die Partie ist vorbei. Wir gewinnen mit 5:1 in Unterzahl und kommen dadurch eine Runde weiter. Wir haben einen neuen Mittelfeldmann gefunden. Aus der La Liga kommt er von Atletico de Madrid. Ich spreche von Thomas Lemar. Er hat eine 81er Gesamtstärke, ist dadurch zwei Stärken als Gesamtstärken schlechter als Thiago, hat aber noch ein paar Jahre vor sich, denn er ist erst 27 Jahre alt und hat noch ein paar Jährchen mehr als Thiago gehabt. Es wird bitter für uns, denn Alisson verlässt uns, der Stammtorhüter seit mehreren Jahren bei den Reds, verlässt uns und geht direkt mal in ein anderes Land, nach Italien, um genau genommen zu sein, zu AS Rom. Die haben 90 Millionen geboten und jetzt haben wir damit den 31-jährigen Torhüter verkauft. Nach dem harten Abgang von Alisson gewinnen wir trotzdem die nächste Premier League Partie gegen Bournemouth mit 2:3. Die Wintertransferphase ist nicht unsere, denn auch Dominik Szoboszlai verlässt uns. Wir konnten dahingegen nichts machen. Paris Saint-Germain zieht die Freigabesumme und deshalb verlässt uns jetzt der ungarische Spieler. Es schmerzt extrem. Der 83er Gesamtstärke-Spieler war ein absoluter Stammspieler und jetzt kriegen wir aber von Paris Saint-Germain 90 Millionen. Nach langen Suchen haben wir jetzt endlich einen Torhüter gefunden. Mit Potenzial als auch ja mit einer soliden Gesamtstärke, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Er hat eine 80er Gesamtstärke, ist 22 Jahre alt, kommt aus Portugal und heißt Truben. Und den Vornamen kann ich ehrlicherweise nicht aussprechen. Anatoli irgendwie. Und wir verpflichten ihn aber für 32 Millionen. Wie gesagt, er hat eine 80er Gesamtstärke, ist knapp 2 Meter groß. Heißt, er kann hoffentlich richtig viel halten und soll hier unseren Kasten sauber halten als großes Talent. Trubin ist nicht der einzige Spieler, den wir verpflichten auf der Torhüterposition, denn wir verpflichten jetzt nochmal einen erfahrenen Torhüter für ja, extravagante Spieler wie zum Beispiel Manchester City oder sonst was. Und zwar Jan Sommer. Er kommt von Inter Mailand zu uns für nur 4 Millionen, er ist 35 Jahre alt, hat eine 84er Gesamtstärke und ist dadurch jetzt hier die aktuelle Nummer 1 in den Verein. Und auch im FA Cup konnten wir nach den beiden Torhüterverpflichtungen gewinnen mit 2:3 gegen Preston. Bevor wir jetzt weitermachen mit Transfers, gehen wir jetzt rein in die nächste Partie in der Premier League. Und da treffen wir auf den FC Chelsea, die sind aktuell 9. und beginnen mit einer 4-2-3-1 Formation. Wir beginnen mit unserer 4-3-3 Formation und zwar ja mit einer leicht veränderten, denn hier haben viele keine Ausdauer. So dass wir jetzt hier mit dieser Elf beginnen möchten. Núñez und Salah und Arnold sind alle drei angeschlagen, aber trotzdem gehen wir jetzt rein in diese Partie und möchten natürlich allen zeigen, dass wir es trotz den neuen Transfers und vor allem den neuen Abgängen immer noch drauf haben und das müssen wir jetzt auch hier in Anfield unter Beweis stellen gegen den FC Chelsea. Freistoß jetzt für uns und den darf Trent Alexander-Arnold ausführen. Arnold trifft exakt die Latte. Jetzt Chelsea über den Flügel und
Ja, niemand kommt so richtig an den Spieler dran. Jetzt ist alles frei und natürlich treffen sie dann auch, wenn so viel frei ist. Der Alarmball schickt jetzt Arnold. Arnold zieht jetzt hier Lehmann. Lehmann ist durch. Lehmann trifft in der 40. Spielminute und macht den ersten Treffer für Liverpool. Einwurf jetzt für die Londoner. Den werfen sie jetzt ein. Diaz macht Druck. Tsimikas ebenfalls. Aber beide können nicht diesen Ball da oben. Elliott hilft aus in der Verteidigung. Der Schuss, der kommt. Und Sommer rettet. Aber jetzt gibt es 11 Meter. Elliott hat ihn anscheinend verursacht. Wir sehen das jetzt hoffentlich nochmal in der Wiederholung. Hier sehen wir jetzt das wunderbare harte Einsteigen. Ja, und dafür gibt es leider jetzt auch einen Elfmeter. Jan Sommer steht bereit gegen Nkunku. Und der war richtig eng. Beinahe wäre Jan Sommer noch dran gekommen. Kommt aber leider nicht und somit holt sich Chelsea die Führung zurück. Jetzt am Ball. Diaz findet vorne Lehmann. Und Lehmann mit dem Doppelpack bei seinem Debütspiel. Wahnsinnig. Und damit gleicht er aus. Jetzt einmal Chelsea. Über den Flügel vorbei an Tsimikas kommen sie jetzt in den 16-Meter-Raum. Matip macht wieder nichts. Jan Sommer muss rauskommen, kann nichts machen. Matip schaut in dieser Partie einfach nur zu. Lehmann jetzt den Ballbesitz findet Salah. Salah rennt vorbei. Immer noch Mohamed Salah findet Lehmann. Und Lehmann kurzer Rucklack trifft jetzt und macht seinen Dreierpack und nimmt Chelsea alleine auseinander. Jota jetzt am Ball. Diogo Jota rennt nach vorne. Sieht Diaz drüben. Luis Diaz mit dem nächsten Treffer und dem Führungstreffer. Das erste Mal in Anfield treffen wir hier und führen gleichzeitig. Diese Partie findet ein Ende. Wir gewinnen sehr knapp mit 4:3 gegen Chelsea und auch ja gegen Nkunku, der hier trotzdem seinen Dreierpack verbuchen konnte. Wir verpflichten einen neuen Mittelfeldmann. Nachdem wir Soboslai verkauft haben, begnügen wir uns jetzt in der Bundesliga. Bei Bayern 04 Leverkusen holen wir den argentinischen Weltmeister Palacios zu uns und sind sehr erfreut und kaufen ihn für seinen Marktwert und das beträgt 40 Millionen. Am Deadline Day verlässt uns Luis Diaz für eine schmackhafte Ablöse, die zahlt den FC Arsenal, und zwar 65 Millionen. Für Luis Diaz kommt jetzt ein absoluter schmackhafter Spieler, ebenfalls aus der Premier League von Manchester United, und zwar Marcus Rashford. Ich bin sehr gespannt, wie der Engländer bei uns abliefern wird, neben Gakpo, denn die beiden müssen sich jetzt konkurrieren und das wird ein absolutes ja, Spektakel, die beiden zuzusehen. Nach dem Deadline Day spielen wir direkt mal in der Premier League weiter und gewinnen gegen den FC Arsenal mit 2:1 dank Foyt und Darwin Nunez. Und auch die letzte Partie der heutigen Folge bestreiten wir gegen Burnley und gewinnen sie auch mit 3:0 dank Lehmann, Salah und Gravenberg. Konnten wir hier mit 3:0 gewinnen, was auf jeden Fall ein sehr guter Sieg ist. Und ja, dadurch stehen wir natürlich auch in der Premier League Tabelle unfassbar weit oben, denn wir sind auf Platz 1 und nur noch 4 Punkte entfernt von den Spurs. Hinter uns Manchester United, dann kommen City, Arsenal, Newcastle United, Chelsea, Fulham, West Ham United, Brighton, Everton, Aston Villa, Crystal Palace, Brentford, Nottingham Forest, Bournemouth, The Wolves, Luton Town, Sheffield United und Burnley haben jeweils 13 Punkte und besetzen die letzten beiden Plätze. Und damit war es auch von dieser Folge. Beim nächsten Mal beginnen wir mit der Partie gegen Brentford, dann kommt Luton Town, dann folgt Coventry im FA Cup, dann folgt Forest, Manchester City, Everton und dazwischen kommt sicherlich noch die Europa League und vielleicht noch eine FA Cup Partie. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und Abo da. Sorry für den Versprecher und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao!